Dienstag 18.37 Uhr, bin gerade in der Firma weg. Ich fahre nach, genau, Mörfelden-Walldorf zu einer Recyclingfirma. Bringe da 33 Paletten mit Prospekten und sowas hin. Altpapier quasi. Firma soll bis 20 Uhr Warenannahme haben, sagte mein Disponent. Laut Navi bin ich da um 19.30 Uhr. So eine halbe Stunde Luft. Ja, fahren wir mal hin, weiß selbst auch noch nicht. Ich habe nur von Kollegen gehört, es soll da ziemlich eng sein. Ja. Oh, ich bin jetzt hier in der Firma. Ich soll jetzt hier irgendwie einmal hier hinten rumfahren, soll aber total scheiße eng sein. Ich weiß gar nicht wohin. Und du saust dir hier den LKW ein. Freunde der Nacht. Was denn? Da soll ich rum? Okay. Es gibt so manche Firmen. Ja, wenn ich jetzt hier rum soll. Ah, es gibt's doch nicht. Ja, Fahrzeug auch noch am Bimmeln hier. Oh, Freunde. Ja, wo soll ich hin, verdammte Axt? Ah, ne. Wohin? Hier, Hartplatz. Ja. So, und hier. Also hier hin. Hier. Okay. Okay. Warte. Jo. Hier? Ja. Okay. Wie soll ich denn da rum? Ich komme doch da niemals rum. Ich fahre mich hier noch fest. Freunde, das ist hier eine Bude. Junge, Junge, Junge.
Oh, dass ich am Bagger nicht hängen bleibe. Oh, ne. Ist alles. Also sowas hier. Bis hier zurückfahren dann? Ja. Ja, lauf doch einfach mal hinter meinem LKW lang. Machen wir jetzt von hinten? Och nee, Freunde. Von hinten, das tut doch immer so weh. Ach man. Oh, warte mal. Da pumpen wir mal den LKW hoch. Ja, also ohne Worte. Ohne Worte. Ich soll jetzt allen Ernstes diese ganzen schweren Altpapierpaletten mit so einem alten, schöttrigen, klapprigen Handtuchwagen von hinten ausladen. Die Paletten sind reingepresst, du kriegst sie kaum rausgezogen. Ich habe ihn gefragt auf Englisch, ob wir von der Seite abladen wollen. Will er nicht. Warum auch immer. Würde für ihn einfacher gehen, für mich einfacher. Es würde schneller sein. Nein, alles von hinten. Dunkel. Junge, 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 sieht nichts. Das ist doch scheiße, Peter. Was macht der da? Ach, Junge. Ah, geht weiter. Leck mir am Arsch. Das ist so gemein, wenn er mich anleuchtet. Und ich wieder in diesen Trailer reinfahre, sehe ich nichts. So schnell können sich meine kleinen Äuglein gar nicht dran gewöhnen an diesen Lichtwechsel. Ein Ärger. Ah, ich glaube, mehr müsst ihr nicht sehen. Also immer das Gleiche. Dann sehen wir uns, wenn wir leer sind. Ja. Oh, ich im Krankenhaus liege. Und dann Sauerstoffzelt. So. Leer. Und der Laster sieht aus von außen. Oh. Der ganze Papiermatsch. Meine Orte. Wir fahren nach Dietzenbach. Fahren wir doch, ne? Ab Dietzenbach. 32. Nach Stelle fahren. Ja. Aber wir müssen vorher noch auf die Waage. Wir müssen ja noch mal auf die Waage. Oh, meine Gardine habe ich eingeklemmt. Das nur auch noch. Freunde, meine Gardine eingeklemmt. Lala. Das ist aber scheiße. Cheat. So, 8:30. Was ist denn hier? Sag mal, Navi. 24 Kilometer. Licht aus. Licht an. Doppelt Licht an. Ich fahre mal kurz ein Stück zurück.
ich hier ein bisschen näher an die Container rankomme. Fahren die, wo haben wir? Ja. Easy. Rein geht besser wie raus. Easy. So, jetzt wühlen wir uns noch die ganzen Pfützenscheiße. Ah, leck mir am Arsch. Was ist denn mit dem Navi los, Alter? Neustart. Oh, da war schön die Leute im Zug geblendet. Oh, sag mal, Ruhe hinten! Rumpelt und bumpelt hier rum. So, hier vorne, da ist die Waage. Kann man auch sehr schön erkennen, nämlich fast gar nicht. So. Gehen wir da mal kurz hin. Hol die Papiere, bin gleich wieder da. Ich weiß nicht, ob das alles so. Kein Wort Deutsch. Kein Wort Deutsch, aber kein Wort, auch nicht Englisch. Ich weiß nicht, was das für ein Landsmann war. Inder, Pakistani, irgendwie so. Wollte von mir ein Autogramm auf meinem Frachtbrief. Ich sage, no, you signature and firm Stempel. Ich kam mir vor wie bei, hier kommt die Maus. Leck mir am Arsch. Oder bei Galileo Extrem. Naja, jetzt haben wir, Alter, ich sehe schon wieder aus, Alter, völlig fertig. Wollte verlangen wir einen Stempel und eine Unterschrift. Ja. Ja. Halleluja. So, ab nach. Was ist mit dem? Gleich, du. Wollen wir ein bisschen oben drauf mitfahren im Dunkeln? Ich meine, seht ihr eh nicht viel, aber ach komm, machen wir ein bisschen. So, und dann mal gucken, wie lange das Video ist. Und dann vielleicht machen wir Feierabend oder auch nicht. Oder schauen wir mal. Ich schnalle euch mal oben drauf. Moment. Oh nein, was ist jetzt? Ach, Moment, Freunde. Alles nicht so schlimm. Oder doch? So. Nein. Verdammt, will nicht jetzt. Oh, alles so geil nass da oben. Ist auch supi. Ah, ach, der LKW sieht aus. Meine Schuhe sehen aus. Licht. Aus. Nachtlicht bitte an. Danke. Gang rein, anschnallen, Hose auf. Nee, andersrum. Hose auf. Kinder, wo ist der Anschnallgurt? Das gibt's doch gar nicht. Kein Stress. Bodenwelle. Das ist hier ein Hotel. Und genau gegenüber ist. Ach du Scheiße. Na, hier würde ich ja. Hier wäre ich ja bedient. Wenn ich hier ein Hotelzimmer hätte. Und genau gegenüber ist eine Altpapierbude, die hier bis keine Ahnung wann. Aber es sieht mir so aus, als wenn das hier alles Monteurschuppen, also Monteurschuppen sei schon. In die Monteure hier, Monteurhotel. Boah, meine Herren. Da unten waren wir. Da unten. Hi ho, hi ho. Wir sind vergnügt und froh. A5. Autobahn. Ah, guck dir an, wie die Reifen aussehen. Ach, verdammte Axt. Überall dieses
Der Vorderreifen. Egal, ich tausche die auf, ja, geht's nach Hause.